Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, meine Damen und Herren, und ein herzliches Willkommen hier zu diesem neuen Video. Viele haben es voller Spannung mitverfolgt, viele haben es auch gar nicht mitbekommen, dass es überhaupt existiert. Die Rede ist von dem 75222 Betrayal at Cloud City, beziehungsweise Verrat auf Cloud City. Nun sind die Bilder da, die waren jetzt lange überhaupt nicht da, heute sind sie, beziehungsweise gestern sind sie dann offiziell durch Lego veröffentlicht worden. Und ja, sehr interessant. Die letzte Version von Cloud City tatsächlich kam im Jahre 2003 heraus, das war die 10123. Die ist damals erschienen und ich muss tatsächlich sagen, die erinnert mich jetzt auch wieder stark daran. Also wir haben hier ein UCS-Set, was ziemlich klasse und ziemlich groß ist auch. Finde ich auch in Ordnung. Die Größe einigermaßen. Über das, was mir nicht so gefällt, reden wir dann nachher. Jetzt auf jeden Fall erstmal dazu. Es war damals diese Version mit dem Cloud City, wo man tatsächlich, das war einfach ein typisches Playset. Das ist mittlerweile so viel wert, weil einige Figuren da exklusiv drin sind und so weiter. Also da sollte man genauer überlegen, ob man sich das jetzt nochmal nachkaufen möchte. Aber auch damals schon. Ich fand das ziemlich cool und ich muss auch sagen, mir gefiel diese Art. Aber irgendwie waren das halt nur Szenen. Also es waren halt einfach Szenen aus dem Film rausgegriffen, aneinander geklatscht und das war dann das Set. Was cool daran war, dass man halt sehr, sehr viele verschiedene Minifiguren dabei hat und das ist auch heute so. Aber wirklich als klasse Ausstellungsstück war das damals nicht. Musste es ja auch nicht, denn es war natürlich ein Playset. Es war auch für den Preis in Ordnung. 100 Euro hat das damals oder 100 Dollar hat das damals gekostet. Jetzt reden wir aber über ein UCS-Modell für 350 Euro, was doch irgendwie wieder ähnlich aufgebaut ist. Also wir haben ein Playset, was von allen Seiten bespielt werden kann und was dann auch in der Vitrine nicht mehr ganz so schön aussieht. Wo Lego sich mal wieder selbst übertroffen hat, sind die Minifiguren. Wir haben ja insgesamt 20 Minifiguren mit dabei und die sind einfach allesamt klasse und teilweise sogar neu, also teilweise Versionen, die wir tatsächlich auch noch nie bekommen haben. Wir fangen mal einfach an mit dem Ugnaut. Der ist ja auch schon mal erschienen in einer Variante, die war so ein bisschen dunkelblauer in dieser Carbon Freezing Chamber vor ein paar wenigen Jahren, also ich glaube vor 2 Jahren oder so. Der hat sich jetzt auch verändert, hat einen neuen Torso bekommen. Auch ziemlich cool, der scheint glaube ich exklusiv zu sein, der Torso. Der Kopf sieht jetzt ein bisschen verändert aus, also sieht ein bisschen jünger aus jetzt tatsächlich, also hat nicht mehr diese weißen Haare, auch ziemlich interessant. Dann haben wir hier 2 Bespin Guards mit dabei, also ist halt eine Figur, die ich jetzt hier zeige, ist halt 2-mal dabei. Die sieht auch mega klasse aus, vor allem der Torso ist schön. Was mich bewundert, dass sie die Beine nicht bedruckt haben, das hätte mir auch noch gut gefallen, aber ich muss glaube ich zugeben, dass das auch die alte Version ist. Also wir haben diesen Torso auch schon mal gehabt, ich weiß gar nicht wo damals, ich glaube in einem Adventskalender oder so, hatten wir auf jeden Fall schon und von daher ist jetzt nichts besonders Spannendes. Die zweite Minifigur hat dann halt einen Bart und ja, ist auch ganz schick. Welche Minifigur neu ist, das ist nämlich der TwinPod Cloud Car Pilot und das finde ich super. Finde ich wirklich, wirklich klasse, weil den haben wir bisher noch nie bekommen. Der ist neu und der Helm ist auch neu. Und ja, alles in allem eine schöne Figur. Auch da fehlt mir wieder ein bisschen die Detailbedruckung hier auf den Beinen. Aber alles in allem sehr, sehr schick. Den bekommen wir dann übrigens auch noch ein zweites Mal mit dabei. Also gleich 2 für die beiden Kapseln des TwinPods Cloud Cars. Aber das gucken wir uns dann gleich auch nochmal genauer an. Ziemlich cool finde ich auch das zweite Gesicht des Piloten. Der guckt so ein bisschen ängstlich, irgendwie als würde er gerade überfallen werden. Interessant ist, dass die ja gar nicht im Film vorkommen. Also nicht so wirklich. Man erkennt, glaube ich einmal kurz, kann so ganz schnell mal einen Einblick in ein fliegendes TwinPod Cloud Car erhaschen, aber sonst sieht man sie nicht wirklich. Von daher finde ich es cool, dass die da mit drin sind, auch in dem Set und vor allem das zweite Gesicht. Sieht ziemlich nice aus. Dann haben wir mit dabei Lobot. Auch ihn finde ich ziemlich nice und auch schön detailliert gemacht. Mir gefällt auf jeden Fall sein Gesicht, was nicht mehr so faltig ist, wie jetzt das letzte Mal, als wir ihn bekommen haben. Es war 2011 oder so war das, oder 12, in den Planeten. Finde ich den hier tatsächlich cooler. Er guckt immer noch ziemlich grimmig. Ist schade, aber kann man jetzt nicht ändern. Ich habe leider keine Rückseite von ihm. Also da würde ich jetzt gerne noch mal so auf die Rückseite des Kopfes gucken, wie das da detailliert gemacht ist. Aber alles in allem sieht er schon mal ziemlich cool aus. Und jetzt zu meiner absoluten Lieblingsfigur des Sets. Luke Skywalker in seiner Trainings-Jedi-Ausrüstung irgendwie so sieht unfassbar gut aus. Wow. Alleine für ihn würde ich, glaube ich, das Set kaufen. Also wenn es jetzt nicht ganz so teuer wäre, finde ich einfach nur super. Wir sehen schon, auch er hat sehr, sehr viele Details. Also zum Beispiel jetzt den Gürtel oder einige Taschen auch auf den Beinen aufgedruckt. Ich liebe diese Beinbedruckungen irgendwie. Und vor allem das Ganze in Dark Tan gehalten. Sieht einfach richtig klasse aus. Er scheint ein neues Gesicht zu haben. Bin mir da jetzt nicht ganz so sicher. Und vor allem hat er Dark Tan Haare. Das wirkt natürlich auch nochmal ein bisschen cooler. Und naja, sieht halt noch ein bisschen mehr wie Luke aus. Dann haben wir Princess Leia. Sie hat ein weißes Outfit. Auch hier wieder Details.
Styles auf den Beinen, finde ich gut. Das ist auch ein sehr, sehr typisches Outfit für sie, aber ich glaube sogar eine neue Bedruckung, bin mir aber da auch nicht ganz sicher. Sie hat auch einen Blaster in der Hand, die alten Haare, die wir auch schon hatten. Ich nehme an, auch das alte Gesicht, wenn dann nur so ein ganz, ganz bisschen verändert. Aber alles in allem auch hier eine sehr, sehr schöne Figur. Kommen wir zu Han Solo in seiner ersten Version. Wir haben ja zwei Versionen von ihm mit dabei, genauso wie von Leia. Auch er ist ziemlich klasse und was ich bei ihm sehr, sehr schön finde, ist nämlich die Seitenbedruckung auf den Beinen. Das ist, wow, das ist cool. Da sind nämlich wirklich Details drauf. Wir sehen hier einfach gelbe Streifen. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, der Gürtel noch ein bisschen weitergeführt. Hatte ich auf irgendwelchen Bildern mal gesehen. Und natürlich seine blaue Jacke, das sieht einfach nur cool aus. Ich liebe diese Version von Han Solo. Die nächste Figur ist Princess Leia mal wieder. Sie hat auch hier dieses neue Beinteil mit dabei bekommen und das ist vielleicht schön bedruckt. Ich glaube, das ist das erste oder zweite, was bedruckt ist tatsächlich mit Details, also dieses Beinteil. Und die gehen weiter, dann vom Torso auch. Was mir irgendwie fehlt, ist, dass auf dem Torso auch diese Kreise auftauchen. Unten im Rock sind die so schön zu finden und oben auf dem Torso gar nicht. Also diese roten und so bunten Kreisel da. Aber gut, es hat bestimmt einen Sinn. Ist vielleicht auch im Film so. Sehr, sehr schick sieht das aus, auch in diesem dunklen Rot. Ich liebe ja dunkles Rot mit Weiß zusammen. Sieht einfach schick aus und ich habe auch nochmal nachgeguckt, das passt perfekt zu der Szene. Also es ist tatsächlich, das Kleid von ihr sieht einfach so aus. Eine weitere Minifigur ist Chewbacca. Bei ihm ist nichts Neues dazugekommen. Was ich ziemlich lustig finde, ist, dass auf diesem Bild diese Figur ein bisschen schielt. Die guckt irgendwie so ein bisschen in der Gegend rum, kann aber auch am Licht liegen. Also vielleicht liegt das da oben an diesem kleinen Lichtpunkt, der da auftaucht. Ansonsten, ich erkenne jetzt keine Neuerung. Also meiner Meinung nach ist das die alte Figur mit dem alten Blaster. Ebenfalls eine alte Figur ist der R2-D2 und der C-3PO, sind beide auch wieder mit dabei. Sind halt so die typischen Figuren. Aber wen wir noch nicht hatten, das ist nämlich Lando Calrissian. Beziehungsweise wir hatten ihn natürlich schon in diversen Desert Skiff Sets, aber diesmal ist er neu. Und ziemlich cool, er hat einen neuen Umhang mit dabei, der auch schön detailliert ist und scheint auch aus diesem neuen Soft Material zu sein. Ist auch ziemlich klasse. Oben hat er so einen hellblauen bis blauen Oberkörper mit Details drauf. Unten leider nur schwarze Beine, aber ich glaube, das passt auch bei ihm zu der Szene. Und oben hat er dieses schelmische Gesicht, das ist ziemlich cool. Darüber die Haare von Finn, die natürlich viel, viel besser zu ihm passen als sämtliche Haare, die jetzt bisher genutzt wurden. Und auch dieses schelmische passt natürlich zu ihm. Kennen wir auch aus den Szenen von Star Wars Episode 5. Ist einfach super klasse. Auch zur nächsten Minifigur möchte ich gar nicht zu viel sagen, das ist Darth Vader. Auch ihn haben wir wieder so bekommen. Ist wieder der Helm, der in zwei Teile gesplittet werden kann, der normale Umhang. Eigentlich so an Details und so dürfte das gleich geblieben sein. Auch mit dabei bekommen wir zwei Stormtrooper, also in diesem, ich weiß gar nicht, in welchem Outfit das ist. Die Helme sehen irgendwie so ein bisschen so Rebels-mäßig aus, tatsächlich, aber sie sind wahrscheinlich die normalen Stormtrooper, die auch im Adventskalender oder in der Slave One mit drin waren. Hier haben wir dann Boba Fett. Auch hier habe ich mir nochmal ganz kurz die Version, die ich besitze, also die aus der Carbon Freezing Chamber nochmal eben zur Hand genommen und erkenne auch da tatsächlich keine irgendwie Details oder so, die verändert wurden. Also nehme ich auch hier dann, dass es wirklich die normale Figur geblieben ist. So, wir sind dann auch bei der letzten Figur angedankt. Das ist IG-88. Eine sehr, sehr schicke Minifigur. Ich wollte ihn schon immer mal haben tatsächlich. Er ist einmal aufgetaucht oder zweimal bisher tatsächlich. Das erste Mal in dem Super Star Destroyer und das zweite Mal kam er, glaube ich, in einem Battle Pack. Dann mit der Bedruckung. Ziemlich cool und finde ich auch hier ist nice gemacht. Das einzige wirklich exklusive ist dann halt dieser 1x1 Round Brick, aber gut, ist ziemlich nett gemacht und als Minifigur natürlich auch schön für die Vitrine gedacht. So, die Minifiguren haben wir durch und wir haben noch zwei kleine Fahrzeuge mit dabei. Wir starten einfach mal mit der Slave One und zwar ist die hier in diesem, ist ein bisschen kleiner geraten tatsächlich. Wir hatten ja diese Slave One von 2010 damals. Die war in einer sehr, sehr coolen Größe, hat mir gefallen. Und dann folgte ja die UCS Slave One, die war natürlich perfekt für Sammler oder zum Hinstellen oder so, aber zum Spielen natürlich äußerst ungeeignet. Ich denke schon, dass diese hier dann deutlich cooler sein wird. Wir sehen ja auch schon ein neues Teil, was angebracht wurde. Das ist an den Seiten dieses dunkelgrüne runde Teil. Meiner Meinung nach neu. Bin mir da nicht ganz sicher, ob das vielleicht irgendwo jetzt in diesem Jahr oder so schon mal aufgetaucht ist irgendwo. Das zweite Gefährt ist das Twinpod Cloud Car itself und wir sehen hier auch schon auf dem Bild, dass man wirklich auch beide Minifiguren damit reinpacken kann. Das gefällt mir tatsächlich persönlich nicht so gut. Ich habe ja letztens hier schon mal das Twinpod Cloud Car von 2002 vorgestellt und mir mal ein bisschen genauer angeschaut und da muss ich tatsächlich sagen, trotz des Zeitunterschiedes gefällt mir da die Version ein bisschen besser. Die neue ist irgendwie so verschwungen
Wohnung in sich und sieht ein bisschen wie so ein Eigenbau aus. Und da finde ich die alte noch irgendwie cooler. Liegt vielleicht auch so ein bisschen an den Fenstern oben, die hier nicht gemacht wurden, sondern halt die ersetzt wurden in einmal zwei in Rot, wo man einfach durchgucken kann, aber was halt nicht wirklich Fenster sind. Und obendrauf dann ein Sticker. Ja, kann man machen, muss man nicht. Ich finde es nicht so schick tatsächlich. Und deswegen bin ich auch eher so ein Freund der älteren Version dieses Sets. So, nun sind wir mit den Minifiguren und den Fahrzeugen durch. Nun schauen wir uns noch einmal das Gesamtset an. Und ich muss sagen, es ist super cool, wie viele Details hier eingearbeitet wurden. Nahezu jeder Raum kann hier tatsächlich dann auch, also ist begehbar und kann auch wiedererkannt werden tatsächlich. Man erkennt einfach überall so eine kleine Szene aus den Filmen wieder. Und ich glaube, wenn man das aufbaut und nebenbei den Film schaut, erkennt man so das ein oder andere Detail, was man so auf den ersten Blick hier vielleicht gar nicht sieht. Ich swipe hier einfach mal ganz kurz durch die Bilder durch. Ihr seht das ja. Viel mehr erklären möchte ich jetzt auch gar nicht, weil ich überlasse das lieber den Bildern. Nun aber einmal zum Preis. Wir haben einen Preis von 350 Euro in Deutschland und eine Teileanzahl von 2812 Teilen. Das heißt, deutlich mehr als 10 Cent pro Teil. Das ist wirklich, wirklich unschön. Auch hier sind natürlich wieder Lizenzkosten mit dabei und so weiter. Und Disney, glaube ich, zieht da schon ganz schön was ab. Aber alles in allem finde ich das doch ein bisschen zu übertrieben. Ich glaube, Lego macht mit diesen UCS-Playsets tatsächlich einen großen Fehler. Den möchte ich ganz kurz erklären. Das Problem ist halt, ältere Lego-Fans suchen nach Sets, die sie ausstellen können. Also ein Set, wo man Spaß hat, die aufzubauen und so weiter. Aber sie wollen nicht wirklich spielen. Das heißt, so ein Set wäre nicht gerade das Beste, um es irgendwo hinzustellen, weil man erkennt nicht, was es sein soll. Es ist ganz einfach, man sieht nicht, dass das Cloud City sein soll. Und selbst wenn man es erkennt, es ist nichts zum Hinstellen. Also es ist, wenn man sich das aufs Regal stellt und der Besuch kommt an, wird erstmal gefragt, was ist denn das? Und dann vielleicht auf den nächsten Blick kann man mal so erkennen, was das mal darstellen sollte. Für Kinder hingegen ist es perfekt. Sie haben ein Playset, sie haben sehr, sehr viele schöne Minifiguren, sie haben all die Szenen aus dem Film, die man so schön damit mitspielen kann und natürlich dann auch die Charaktere, die dann da reinpassen. Stundenlanger Bauspaß, aber für den Preis von 350 Euro. Das heißt, auch von den Kindern wird es nicht gekauft, beziehungsweise vielleicht werden sich dann die Eltern dazu aufraffen und das kaufen. Aber gerade bei diesem Preis denkt man dann eher nochmal drüber nach und greift dann eher zu einem Set, wo man auch erkennt, was es sein soll. Und es gibt ja im Moment sehr, sehr viele Sets, auch wo man für günstigere Preise erkennt, was es sein soll und was halt auch schönen Spielwert hat. Aber da muss ich tatsächlich zugeben, gehört dieses Set eher nicht dazu. Aber ich will natürlich nicht nur meckern. Ich möchte auch kurz sagen, wie man das zum Beispiel hätte besser machen können, meiner Meinung nach. Weil ich habe da eine kurze Idee und das ist mir aufgefallen, als ich nämlich diesen Carbon Freezing Chamber Ring gesehen habe. Wir haben ja tatsächlich, habe ich auch schon angedeutet, wir haben ja vor einigen Jahren, vor zwei Jahren glaube ich, haben wir diesen Carbon Freezing Chamber Halbring bekommen und da habe ich schon gedacht, wie cool wäre das eigentlich, wenn wir ein komplettes Cloud City bekommen. Und dann kam raus, dass eins kommen wird und dann dachte ich so eher an ein komplett geschlossenes Modell. Dass das jetzt nicht der Fall ist, sehen wir an den Bildern, die wir hier gerade vor uns haben, ist natürlich klar, hätte noch mehr gekostet und wäre dann wahrscheinlich noch größer gewesen und so weiter. Wäre schick, aber hätte ich mir wahrscheinlich wieder nicht gekauft. Was aber eine ziemlich gute Idee gewesen wäre, und zumindest nehme ich das an, und das war auch schon eine Sache, die beim Hogwarts Castle damals angesprochen wurde von vielen Fans, die gesagt haben, hey, wie cool wäre das, wenn wir über die Jahre verteilt Einzelsegmente bekommen würden und die dann zu einem kompletten Set zusammenstecken können. Als Beispiel zum Beispiel, wir haben die Slave One. Die gefällt mir zum Beispiel nicht ganz so gut, weil sie halt nicht in diesem coolen Scale ist. Sie ist ein bisschen klein geraten und auch Boba Fett wirkt viel zu groß da drin. Man hätte zum Beispiel diese Slave One nehmen können, in einem größeren Scale, in dieser Slave One von 2010 Größe ungefähr, und dann zum Beispiel diese Landing-Plattform dazugeben. Das heißt, wir haben die Slave One und die Landeplattform und am Ende der Landeplattform ist zum Beispiel so ein Technik-Pin oder so. In einem anderen Set hat man dann einen anderen Teil von Cloud City genommen, zum Beispiel die Carbon Freezing Chamber, und dort auch wieder so von zwei Seiten oder drei Seiten solche Technik-Pins angebracht, sodass man über die Jahre verteilt einige verschiedene Segmente von Cloud City kaufen kann und diese dann im Endeffekt verbinden. Das würde den jungen Leuten viel mehr Spaß machen, weil sie sich Einzelsets kaufen können, die halt den Szenen nach entsprechend gebaut wurden, und wenn man sich dann mehrere kauft, kann man die aneinander heften und hat dann so seine eigene persönliche Spielwelt, kann vielleicht die Räume auch nochmal austauschen und ja. Das Ganze kostet dann nicht 350 Euro auf einmal. Gut, ich denke, das war's mit meiner Meinung und ja, auch meinen Ideen zu dem neuen Cloud City, also Betrayal at Cloud City Set. Schreibt mir mal eure Meinung dazu gerne in die Kommentare, würde mich mal sehr, sehr interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Mein Name ist Patrick und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao. We'll be right back.